Moin meine Freunde und willkommen zurück zu einem neuen kleinen Abenteuer. Jagdunfall. Der König und seine Jagdgesellschaft haben ihre jährliche Jagd in den nahegelegenen Wäldern veranstaltet. Dieses prestigeträchtige Ereignis wurde jedoch von einem unglücklichen Vorfall überschattet. Einer deiner Dorfbewohner wurde von einem der Männer des Königs mit einem Pfeil angeschossen, weil er ihn mit einem Reh verwechselt hat. What the hell, okay? Der König entschuldigt sich für das Fehlverhalten seines Begleiters und bot eine Wiedergutmachung für den Schaden an. Einschränkungen? Keine Einschränkungen. Vielen Dank, mein Herr. Boah, 200 Münzen, aber Roch ist ein bisschen außer Puste. Nach einem kurzen Gespräch verabschiedet er sich und überreicht die versprochene Wiedergutmachung. Schön. Bitte nicht regnen, bitte nicht regnen, bitte nicht regnen. Bitte nicht regnen. Ah, mit Nebel kann ich leben. Voll schön, ne? Ah, ich komme immer noch nicht drauf klar. Der Wald musste langsam wieder nachwachsen. Sieht das krass aus. So viel Holz, wie ich da gefällt habe. Naja, aber alle haben Essen, alle gehen gut. Oben das Haus ist fertig. Ach, guck mal, wir haben sogar Äpfel. Ah, endlich Äpfel. Wir nehmen mal ein paar Äpfel mit. Boah, 17 Äpfel für so... Lol. Die geben ja richtig viel Äpfel langsam hier. Apfelbaum im Zentrum. Die geben viele Äpfel. Freunde, die geben viele Äpfel. Davon können die Leute bestimmt einen halben Tag von leben. Irgendwie sowas. So, wir geben mal fast alle Äpfel weg. Ein paar behalten wir. Für schlechte Zeiten. Zack. Preis 3. Wir können die verkaufen. Können wir für 2 verkaufen. Dann wären das 220 Mücken. Ne, dann lass ich lieber die Leute davon leben. So, sehr gut. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, Freunde. Nicht, dass ich einfach durchklicke. In der Scheune. Die ist schwanger, aber die arbeitet noch. Kein Material. Weizenkorn. Ja, das muss jetzt erstmal geerntet werden. Aber während die das erntet, kann die andere das dann... Vielleicht mache ich einen Tag, dass beide Landwirte arbeiten. Und danach schicke ich sie in die Scheune. Einen Tag arbeiten beide als Landwirt. So, Freunde, unsere Mission. Ihr seht, ich hatte ein paar Kalkstellen über. Vielleicht verputzen wir das Haus. Das ist ein schönes Haus, ein echt schönes Haus. Vielleicht verputzen wir es einfach mal. Dann ist das erste Verputzhaus. Wir haben fast alles aufgebraucht, was wir hatten. Ja, es war anstrengend. Ja, uns geschafft. So, Steine haben wir auch nicht mehr viel. Wir haben kaum noch Sachen. Ich habe alles verbraten. Wir haben noch Weizenkorn. Viel Stroh, viel Stock. Stock haben wir auch nicht mehr so viel. Wir nehmen mal mit. Und wir brauchen Stein. Und wir brauchen Feuerholz. Nehmen wir hier 20 mit. Irgendwie sowas. Was wollte ich jetzt nochmal? Lol. Ich habe einfach vergessen, was ich wollte. Was wollte ich denn? Freunde, ich glaube, ich werde alt. Achso. Ja, ich wollte das verputzen. Okay. What the hell? Einfach vergessen. Wir nehmen mal eine durch 6 teilbare Zahl mit. Nein. Eine durch 6 teilbare Zahl plus 3. Was durch 6 teilbar 48? Plus 3 sind 51. Stark zu viel. Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass wir mal zu viel tragen? Oh Gott. Dann machen wir vielleicht erstmal das Lagerfeuer. So, wenn hier eine Bank hinkommt, wollten wir hier das Lagerfeuer hinsetzen. Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu weit rechts. Ja, egal. So. Und einmal verputzen. Einmal verputzen zum Mitnehmen, bitte. Dann wird diese Familie hier weniger Feuerholz benötigen. So. Denn nur ein gut verputztes Haus ist ein gutes Haus. De, 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 de.
Heute können die Leute sich endlich mal hinsetzen. Die stehen immer nur rum nach der Arbeit. Die haben doch mehr verdient, oder? Hat nicht jeder hart arbeitende Mann wenigstens mal eine Sitzmöglichkeit verdient? Oh Gott. Mann, das ist einfach. Wir fällen mal eben Baum. Holz können wir nie genug haben. Und ab die Luzi! Peng! So, Freunde. Ich habe Stein gesehen. Stein immer mitnehmen. Stein sind Mangelware. Alle. Hopp. Ach Mist, jetzt muss ich die Wand zu Ende machen. Braucht 8. Brauchen unterschiedlich viel die Wände. Stand da gerade echt 8? Ja, die hier braucht 8. Ah, okay. Dann wird eine Wand wohl nicht verputzt. So. Sieht das schick aus? Oh, ich habe was übersehen. Oben die. Aber sieht doch schick aus, hä? Das erste schöne Haus. In Medieval Dynasty. Neue Staffel. So. Haben wir unser Tagesziel wieder erreicht. Hier haben wir ein Lagerfeuer. Hier hinten mache ich auch noch ein Lagerfeuer. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, ne? Ich werde hier einen Zaun bauen. Ungefähr so. Und hier kommt dann eine Bank und hier ein Lagerfeuer hin. Nein, 12 Steine, lol. Wie viel Stein die wollen für so ein blödes Teil. Aber kein Problem, Freunde, wir haben bestimmt irgendwo noch was rumliegen. 12 Steine. Boah, das ist alles, was wir haben. Ah ne, wir haben ja 2. Dafür geben wir dir Holz. Ich hol mein Holz. Wir müssen übrigens, ganz wichtig, die Kräuter heute wieder neu vertraben. Die haben ja... Oh, das passt noch. Nee, das will ich nicht. Ich will, dass die Tollkirschen sammeln. Und zwar 100%, weil Gifte sind mega lukrativ. Mega lukrativ. Schade, keine Speisemorschen mehr. Aber dafür haben wir die ganzen Früchte. Die reichen aber erstmal, um über die Runden zu kommen. Wenn die anderen mehr kochen. Kann verzehrt werden. Okay. Weil es mega Sinn macht, Tollkirschen zu essen. 29 am Tag. Ah, genau das richtige Wetter. War hier nicht vorhin noch Nebel? Haben wir noch Stöcke? Wir müssen ja wieder daran denken, auch Geld zu machen. Stock. Ne, lol. Viel zu wenig. Wir müssen Stöcke sammeln gehen, Freunde. Wir müssen nachher Stöcke sammeln gehen. So, Bank. Lagerfeuer. Körbchen mit Holz. Außerdem laufen dann die Leute auch hier schön den Zaun entlang. So. Und das ist dann zwar so ein Billigzaun, aber es sieht dort schon mal viel schöner aus.
Ich habe euch ja gesagt, ich will das Projekt machen, ich will die Leute mal abrichten, dass sie in eine bestimmte Richtung langlaufen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das hier der erste Step. Weil die Leute dann, wenn hier die Mauer voll ist, dann hier rausgehen und dann hier entlang vom Zaun laufen und dann durchs Tor. Die werden dann zwar hier lang laufen, aber vielleicht mache ich hier auch noch einen Zaun hin. Und dann dahin. Muss ich mir noch... Boah, dann wäre es doch hier perfekt gewesen mit dem Lagerfeuer. Ah, egal. Egal. Nein! Leute, neue Mission. Wir machen heute eine Mine. Halbe Folge schon vorbei. Schaff mir das dann noch. Ach, haben wir gelesen. Hier. Eiskalt berechnet. Schön. So, gucken wir uns mal an, was wir jetzt hier können. Mine. Bam, bam, bam. Jetzt können wir das Steinmäuerchen endlich. Aber ich werde jetzt nicht mein ganzes Geld verbraten für ein Steinmäuerchen. Was braucht die denn? Eine Mine bitte zum Mitnehmen. Gewinnung. Holzschuppen, Mine. 10 Holzstamm. Ihr braucht aber auch ein paar Bretter, ne? Holzstamm können wir ja dort vor Ort holen. Dann holen wir uns jetzt ein paar Pfeile. Bei so einem Bären überlege ich immer, ob wir so ein paar vergiftete Pfeile mitnehmen. Körfert noch ein bisschen. Wo sind die vergifteten Pfeile? Unter V würde ich mal gucken. So. Ja, und dann nehmen wir mal ein paar Bretter mit. Weil wir noch so viele davon haben. Hoffentlich reicht das. So, Freunde, und dann ab dafür. Ab in die neue Mine. Oh, warte, wo ist eigentlich die Mine? Ich schlapp einfach los. Passt schon. Hier. Mine, ahoi! Machen wir endlich mal wieder eine schöne Wandertour. Ach, verdammt. Keiner braucht Alvin. Obwohl das hier auch voll der coole Spot gewesen wäre, zu bauen. Hier erstmal so eine schöne Holzmauer und dann hier Lagerhaus oder so. Da ein Lagerhaus, da ein Lagerhaus. Hier ein kleines Feuer in der Mitte. Und dann kann man hier weiterbauen. Da oben wieder ein Biergarten. Da eine Schenke. Dann haben wir hier schon mal das Zentrum von dem Dorf. Und dann hätte man hier oben noch ein Häuschen bauen können. Boah, ich sehe überall auf der Welt nur noch geile Siedlungen. Ihr könnt eigentlich gefühlt überall bauen. Ihr müsst nur ein bisschen Vorstellungskraft haben. Ach, die ist immer noch da. Aber die ist voll leer. Die habe ich schon letzte Jahreszeit ausgeraubt. Ich speichere mal. Habe ich die schon ausgewählt? Die vergiftete Pfeile? Nee. Wir gehen jetzt mal den Weg entlang. Weil vielleicht finden wir hier noch was Abenteuerlustiges wie Banditen oder sowas. Oh, ich habe schon ewig keine Banditen mehr gesehen. Wie sehen die überhaupt aus? Immer diese dummen Sprüche. Oh, so, nochmal richtig hier hinsetzen, bevor wir auf Bärenjagd gehen. Kein Wagen, nichts. Diesmal nicht. Auch da hinten sehe ich nichts. Gar nichts. Okay. Ich gucke immer so ein bisschen in die Ferne. Wehmütig.
ob da irgendwo ein Banditenlager oder so ist. Ich hätte vor allem wieder Lust, mit euch so Banditen jagen zu gehen. Okay, Freunde, wir sind da. Das ist ein Fässer, das ist der Bär. Bärchen. Ich sehe den nicht. Wenn ich meine Pfeile verballer, dann war's das. Ja. Getroffen. Ah, da ist er zu schnell gelaufen. Getroffen. Lassen Sie sich mal beruhigen und dann jagen wir den. Ach, so einen vergifteten Pfeil in den Kopf. Ah, Mist, der ist so weit weg. Ey. Solange er nicht in unsere Richtung rennt, ist alles gut. Wieder getroffen. Ah, Mist, der war daneben. Der verdreht manchmal. Komm schon, Bärchen. Bärchen. Komm. Ja, der rennt in die Höhle. Das macht er immer, wenn er kurz vorm Exodus ist. Guckt euch das an, ey. Also, ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Da ist er. Guck mal, da stecken auch ein paar noch in die drin. Die sind halt mega teuer, die Pfeile. Okay, komm her, Bär. Komm, Bärchen, gib mir kuscheln. Der ist tot! Das Gift hat ihn getötet. Wie viele Pfeile. Guck, ich hab schön getroffen. So. Einmal Bär erledigt. Jetzt können wir endlich unbeschwert unsere Mine bauen. Bisschen blutig, ne? Nichts für Kinder. So. Also, das sind 4 Baumstämme. Wir brauchen 10. Dann holen wir uns jetzt noch einen Baum hier vorne. Und dann kommen nie wieder Bärchen dorthin. Schade eigentlich. Die waren eine schöne Fleisch- und Pelzversorgung. Aber es soll so sein. So, noch die beiden Bäumchen da hinten. Es gibt halt 40 neue Orte für Verstecke und so. So. Obwohl wir so viele Äpfel hatten, hungern die Leute wieder. Oh nein! So.
Noch hier vorne. Ach krass. Obwohl es jetzt ein oder zwei Jahreszeiten her ist, sind die Dinger leer? Mal gucken, wann die Wii spawnen. So, Freunde, es geht los. Wieder ein paar Steinchen, cool. Also, wir bauen jetzt hier unsere Mine. Oh Gott sei gedankt. Oh nein. Oh, nur Holzstämme. Was? Oh. Wir müssen wieder mal zurück. Wir brauchen nochmal 7 Holz und 6 Bretter. In welche Richtung geht zurück? Da. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir machen noch die Mine fertig heute. Also, die Folge ist erst zu Ende, wenn wir die Mine fertig machen. Aber wir machen das jetzt gemeinsam. Von hier ist auch der Ausblick wunderschön, ne? Ich weiß noch, wo die ganzen Bäume hier weg waren und wir dann da eine Stadt gebaut haben. Auch eine schöne Stadt. Schade eigentlich, dass sie die Updates nicht kompatibel gemacht haben. Sonst hätten wir vielleicht dort mit dem Dorf weitergemacht. Aber eigentlich unter uns, ich finde das jetzige Dorf irgendwie sogar noch einen Ticken schöner. Oder? Wie seht ihr das? Ich finde das jetzt noch einen Ticken schöner. Wenn nachher die Mauer und alles fertig ist, sieht das so unglaublich schön aus. Unglaublich schön. Es sieht ja jetzt schon richtig cool aus. Vor allem so schön verteilt, nicht wieder so eng wie beim letzten Mal. Wir werden dann auch später hier vorne noch einen Schafstall und einen Kuhstall hinbauen. Muss ich nur überlegen, wie wir das am besten machen. Und die Tiere hungern. Das ist schlecht. Leute, lasst die Tiere nicht hungern. Ihr Monster. Die Tiere geben Dung. Damit bleiben wir am Leben. Ihr würdet verhungern. So, ist so viel Fleisch. Geben wir jetzt auch gleich direkt ab. So. Wie viel haben wir gesagt? 6. Nehmen wir auch direkt die 7 Holzstämme mit. Waren die unter B Baumstämme? Ne, Holzstamm. 7. Haben wir denn noch genug? Ja, haben wir noch. Okay. Voll schön geworden. Fällt mir ganz gut. Da oben auf dem Gipfel wäre bestimmt auch mega cool, so ein Dorf zu errichten. Und du gehst dann immer irgendwo lang und siehst immer oben das Dorf stehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo so eure Lieblingsstandorte sind. Ich weiß, ich habe mal ein Video dazu gemacht, wo meine Top 5 sind und warum ich welchen Standort wählen würde. In 3 davon habe ich sogar jetzt schon Städte gebaut. Aber ihr könnt ja mal einer von euch schreiben, ob ihr da oben eine Stadt bauen würdet. Und warum? Also wegen der Aussicht, das wäre schon mal ein Punkt für sich. Du könntest die ganze Karte sehen. Von hier oben? Aber es sieht nicht aus, als könntest du hier oben gut bauen. Vielleicht hier. Was haben wir denn noch? Wir könnten direkt in der Nähe von der Mine bauen. Ich zeige euch das mal. Da sind nämlich schon vordefinierte Zäune und so. Warte, sehe ich da ein Banditenlager? Nee, ich bilde mir das schon ein. Das ist Wunschdenken, Leute. Wunschdenken. Ah, genial. Sehr gut, Freunde. Und Scheune Stufe 2 haben wir auch schon. Dann können wir ja bald den Stall machen.
Was meint ihr? Scheune Stufe 2 ist unser nächstes Topic. Nächstes Thema. Ein Baumstamm zu wenig. Ein Baumstamm zu wenig. Wir hatten hier oben Baumstamm. Man kann nie zu viele Baumstämme haben. Lol, wisst ihr noch, wo uns das Lager übergequollen ist? Wo ich zwei große Lagerhäuser gebaut habe und ich wusste immer noch nicht, wohin mit den ganzen Friss. Und jetzt haben wir mega Rohstoffengpass. Auf höheren Schwierigkeitsgrad macht das schon einen Unterschied. Boah, die Steine nehme ich mit. Ihr wisst nie, wann ihr mal ein Steinchen braucht. Nicht weglaufen. Gehörst mir. Mir ganz allein. Bilsenkraut, ganz viel Bilsenkraut hier unten. Auch gut zu wissen. So, brauchen wir die Grabungshütte nicht mehr. Wo ist denn hier so unsere Spitzhacke hin? So, die setzen wir jetzt in die 4. Machen die H-Taste. Und machen ein Foto. Speichern. Und jetzt gucken wir uns die nochmal ganz schnell an. Ah, endlich. Endlich mal beleuchtet. Das hat was. Also beleuchtet hat was. Sag ich euch, wie es ist. Ihr hört nicht alles beleuchtet, aber... Oh, wie cool. Dann können wir bestimmt hier unten auch jetzt schon Eisen machen. Irgendwann kommt Eisen. Eisen! Haha, wir sind tief genug, jetzt können wir Eisen machen. Obwohl... Boah, krass, wie tief geht denn die Höhle? Lol. Wir nehmen mal ein bisschen Eisen mit, ne? Für schlechte Zeiten. Salz? Können wir Fleisch bügeln? Aber das Eisen sieht man nicht so gut, muss ich sagen. Es sieht sehr aus wie normaler Stein. Wenn man nicht genau hinguckt. Oh! Direkt mal 20 Äpfel gefuttert. Wenn man nicht genau hinguckt, dann erkennt man alles nicht so gut, leider. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben ja später Leute, die das machen. Nehmen wir was Kupfer mit. Schon überladen. Oh, schade. So. Die Sachen lassen wir hier. Also das Werkzeug. Bronze-Spitzhacke. Die lege ich jetzt auf die Truhe. Ach, guck mal, sogar mit den Schildern, damit wir wissen, wie wir hier rauskommen. Ich gehe mal davon aus, nach oben ist immer richtig. Boah, so viel Kupfer. Also ich würde schon gerne hier drin bleiben und die komplett füllen leeren. Wie viel Zeug wir rauskriegen könnten. Und dann lege ich alles schön in die Truhe hier. Damit ich das nicht mit nach Hause schleppen muss. Oh, mein OBS hat ein bisschen geleckt. Zack! Und damit, Freunde, sind wir für heute fertig. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao!